Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Nordic Ashes. Ich habe uns mal den nächsten Charakter freigeschaltet, Taiwa. Mit ihr haben wir dasselbe. Wenn wir 7-mal gewinnen, bekommen wir den Skin und andere Waffenskins. Sie hat einen Bogen. Scheinbar ist das zweite ein Schwert, aber das dritte Artefakt, Talisman, irgendwie sowas. Hat plus ein Projektil, plus 15 Bewegungsgeschwindigkeit. Habe ich gedacht, wir spielen den Bogen. Und um den freizuschalten, müssen wir mit ihr sowieso Midgard spielen. Und auch Alfheim. Die anderen sind übrigens überhaupt noch nicht verfügbar. Dann spielen wir Midgard. Stufe 2 ist mit der automatisch auch freigeschaltet. Aber da war sie noch nicht wissen, was ihre Fähigkeiten sind, welche wir am besten kombinieren. Machen wir mal normal. Können wir danach Art und dann Experte. Und gucken wir erstmal. So. Aaron und ich haben uns eine Karte freigeschaltet, damit wir wissen, wo Gold liegt und Tränke. Ah gut, den Kisten wird es überhaupt nicht angezeigt. Das ist schade. Ich habe eigentlich gedacht, es wird auch angezeigt, wenn es in den Kisten ist. Oh, ein Bier. Ich glaube, das mehr Leben, ne? Müssen wir mal ein paar Kisten kaputt machen, hier in der Nähe bleiben. So, 15 Münzen brauchen wir. Sie ist von Haus aus ja auch schneller, was richtig gut ist. Und ich habe gelernt, es ist super, wenn wir die Fähigkeiten auf die Endstufe bringen. Das bringt viel mehr als viele verschiedene Waffen. Oh, ein Schneeball gratis. Das ist natürlich super. Kommt von oben und fügt den Gegnern Schaden zu. Aber ich habe auch noch nicht herausgefunden, woran man erkennt, in welcher Kiste wirklich was drin ist. Die spielt sich zum Beispiel ganz anders, weil sie eine Fernkämpferin ist. So. Da sind noch ein paar Kisten. Ein Trank und eine Münze. Oh, es gibt auch Kisten, in denen können 10 Münzen drin sein. Also wir laufen jetzt mal einfach nur nach links, ohne die Höhe zu verändern, damit wir auf jeden Fall, oh Gott, da wieder hinfinden. Wir brauchen ja noch ein klein bisschen Münzen. Oh. Boah, wir haben nur ein Leben weniger mit der, sehe ich jetzt erst. Ich glaube, mit dem anderen Charakter hatten wir 3 Herzen von Anfang an. Jetzt haben wir aber nur... Oh, hier. Oh, der hat gelohnt. Also wieder ein Stück runter. Weil wir jetzt auch die Kiste benötigen. Oh ja, mehr Projektile für die Schneebälle. So, dann gehen wir mal mit dem so nach rechts. Hier ist eine Kiste, aber nichts drin. So, 2 leere Herzen, die können wir dann auffüllen. Das ist cool. Hier unten lag doch auch noch ein Trank, ja. So. Oh. Zack. Gesnackt. Da sind wieder Kisten. Wo mit Münzen.
Ah, ich hätte jetzt gern den Erfahrungspunkt da unten. Oh. Kaputtes Stofftier kriegen wir. Warum sind die jetzt so schnell? So. Ah, so sieht das hier also aus. Oh, cool, wir kriegen goldenen Bogen. Mehr Schaden. Da müssen wir eigentlich... Ja, können wir machen. Jetzt müssen wir aber neu würfeln. Abklingzeit. Wir brauchen mehr Projektile. Läuft ja super. Ja, dann müssen wir das jetzt so nehmen. Wir kriegen nicht mehr Projektile. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann man nicht mehr haben? Oh, den kann man aufladen. Okay. Also, ein Vogel, der macht Schaden und wir können den scheinbar aufladen. Ja, als nächstes machen wir dann den Schneeball. War ein bisschen ärgerlich, dass wir beim Neuwürfeln nicht mehr Projektile für unseren Bogen bekommen haben. Toll, was macht denn das jetzt? Ah, geht einfach jetzt rum oder was? Okay, was macht denn das? Ist ja seltsam. Vielleicht wird das in dem Menü zum Aufwerten angezeigt. Müssen wir uns das mal anschauen. Ist der jetzt auch weg, die Puppe? Ah, da ist er wieder. Ah, er gefriert. Die Puppe gefriert. Oder? Nee. Das ist der Vogel. Was macht denn die Puppe dann? Gibt die einen generellen Schaden zu, oder? Wir brauchen auch noch ein paar Münzen für den Laden nach dem ersten Boss. Rechts in Kisten. Ah, war nichts drin, okay. Oh, man kann an den Dingern hängen bleiben, okay. Dann aber gar nicht so gut. Ah, zwei Münzen, zwei Münzen. Meine Münzen. So. Das ist ein anderer Gegner. Das ist gar nicht unsere Puppe. Oh Gott. Hab ich gesehen. Brauchen unbedingt hier mehr Projektile. Oder hier. Aber das geht so in die Punkte. Abklingzeit. Ist doch einfach nur Mist. Schön und gut, dass er Schaden macht, aber mehr Vögel wären besser. Kriegen wir echt gar nicht.
Ach so, jetzt haben wir nicht geguckt. Was macht denn diese Puppe? Abklingzeit 40 Sekunden, Bereich, Dauer, ein Köder, der Feinde für 15 Sekunden anlockt. Oh, das ist ein Köder. Damit wir in Ruhe schießen können, also sollten wir nicht bei der Puppe stehen. Okay. Oh, da ist eine Kiste. Ja, ein Projektil mehr. Geht doch. Irgendwas halt aus der Kiste. Das hat uns jetzt auch so viel Level gekostet, das Neuwürfeln. Ein bisschen tricky. Wir können entweder aufsteigen, naja, oder neu würfeln. Und schwächer bleiben. Ah, bei den Großen funktioniert das nicht. Ich glaube, die macht viel mehr Schaden wie der andere Charakter. Och nee. Muss der jetzt? Ich wollte eigentlich erst irgendwie... Kiste. Noch. Bloß mehr Projektile. Abklingzeit, Dauer, Schaden. Dann machen wir Abklingzeit. Muss dann hingelaufen. Können wir jetzt ja weiter erkunden. Wir benötigen nämlich noch Münzen. Fraglich, was es wieder im Laden kostet. Da war nichts drin. Da sind Kisten. Fünf Münzen für... kenne ich noch nicht. Seeigel. Jetzt haben wir natürlich nur noch 6 Münzen. Die fährt jetzt nicht so. Weiß, was das wieder in diesem Shop kostet. Letztes Mal waren ja auch Sachen dabei, die auch 10 Münzen gekostet haben. Jetzt ist in den Kisten nichts drin, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, Tannenzapfen gratis. Aber wir kriegen halt 2-mal Schaden. Er spawnt einfach so, der Tannenzapfen, und verursacht, also er explodiert und verursacht dann Schaden. Boah, warum ist denn in den ganzen Kisten kein Gold? Okay. So ärgerlich. Ja gut, das goldene, dieser Anhänger, da habe ich keine Ahnung, den haben wir letztes Mal ein paar Mal gehabt. Aber keine Ahnung, was der bringt. Und da wir keine 10 Münzen haben für den Käse. Jetzt will ich mir mal unbedingt eine Kiste angucken. Ob einfach nur während dieser Miniboss da ist, nichts da drin ist. Aus dem Samen. Wird man natürlich nur eine Kiste finden. Da sind Kisten. Gucken, sind da jetzt Münzen drin? Ja, jetzt sind da Münzen drin. Dann sind da echt während des Kampfes mit diesem Miniboss keine Münzen drin. Oh, nee. Oh. Ganz schön voll hier. Genau, lenkt die ab. Wir schießen drauf. Oben sind Münzen. So, 13 Level haben wir. Können wir mal gucken. Das ist so ärgerlich hier. Boah, eigentlich brauchen wir mehr Projektile. Ah, 2 Stück. Mein Gott, wenn wir jetzt neu rollen, können wir es nicht kaufen.
Dieses neue Rollen, ne? So. Also wir schießen jetzt öfter, aber machen halt noch nicht viel Schaden. Oh. Einmal raus hier bitte. Danke. Genau, lenk sie ab, lenk sie ab. Gut wie ein Ring, der sammelt alle Erfahrungspunkte auf der Map ein. Da ist ein Samen. Müssen die Schneebälle dann auch noch... Was ist jetzt denn hier los? Boah, kommen die denn alle her? Ja, das ist ja jetzt doof. So können wir keine Erfahrungspunkte einsammeln. Nee, jetzt sind wir hier oben wieder. Oh. Wir müssten mal irgendwie woanders lang. Boah, Alter, warum ist das so voll? Alter, wir können gar nichts einsammeln gerade. Das ist echt ärgerlich. Immer neu würfeln zumindest wäre besser. Ja, wir sind gleich tot, also. Keine Ahnung, warum. Wir spielen ja nicht mal auf schwerer, keine Ahnung. Waren so viele auf einmal. Und diese Puppe, die bringt es ja mal gar nicht. Was hat eigentlich der Seeigel gemacht? Wenn wir uns das hier in diesem Ding angucken. Ah, einen Erzcontainer kriegen wir. Aber das ist ja einfach nur dumm. Forsche die Reiche. Ja, dann werden wir... Oh, warte, haben wir, wir haben noch ein paar Blätter eingesammelt. 7, aber wir brauchen 10. Letztes Mal, beim ersten Mal brauchten wir 5. Jetzt brauchen wir 10 zum Eintauschen. Kriegen dann ein Blatt. Und hier ist... Nächste Stufe kostet direkt 3. Nicht 2, wie man denken mag. Oder... Ja, mit der Bogen war ja schon gut. Probieren wir das nochmal. Wir haben doch das hier gewählt. Waren das so viele Gegner? Wollen wir nochmal schauen. Er schießt hier aber auch sau weit weg, die Münzen. Warten wir einfach mal kurz. Da oben wird, glaube ich, angezeigt, wann die erste Giftratte kommt. Weil wir hatten auch echt Pech beim Rollen, also beim Neuwürfeln. Und da kommt die Giftratte. Wir müssen echt schneller schießen.
Ich hab diese Giftratte nicht, oder was? Ah, endlich. So, nur warten, bis das Gift da unten weg ist. Dann können wir uns auch die Erfahrungspunkte von dieser Giftratte holen. Oh, ein Ring. Der ist gut. Ey, wir kriegen für 5 Gold... Gold oder was? Das testen wir ja mal. Also der Ring sammelt ja wie gesagt alle Erfahrungspunkte auf der ganzen Map ein. Den hätten wir eben gut gebrauchen können. Aber haben wir ja leider nicht bekommen. Gucken, was das jetzt hier macht. Goldbeutel. Cool. 5 Gold bezahlt, 20 bekommen. Oh, jetzt ist gut, wenn wir in den Shop kommen. Noch ein bisschen hier rumlaufen. Münzen, wir wollen Münzen. Wir haben aber noch keinen Altar gefunden. Ah, wenn man davon redet. Da ist einer. So. Ja, natürlich kriegen wir keine Projektile mehr. Warum auch? Abklingzeit. Mit. Oh, oh, oh. Jetzt gar nicht drauf geachtet. Was gibt denn der? Eine Kiste, okay, eine blaue. Zur Not haben wir ja immer noch den Ring. Und der Kristall beim Shop nach dem ersten Boss ist gut, wenn wir eine Waffe auf Level 10 bringen. Dann kann man die so besonders verbessern noch. Einsammeln, warten, bis das Gift weg ist. So, 9 Punkte haben wir gerade wieder. Da warten wir lieber noch ein bisschen. Ich würde ja gerne immer neu rollen für Projektile, dass wir hier mehr schießen und auf Schaden gehen, aber es lief ja eben nicht so besonders. Das Problem ist, die Gegner müssen im Feld sein, damit das hier zählt. Aber gut, dass wir mehr als einen Schuss haben. So, bald haben wir es fertig. Auch faszinierend, die roten Vögel. Die fliegen ja nicht direkt auf einen zu, aber trotzdem läuft man dann in die rein. Man ja denkt, sie verfolgen einen. So, gleich. So. Blaue Kiste. Ein Projektil. Ja, das nehmen wir sowas von mit.
Können wir mal weiter gucken. Oh, Gold. Gold ist immer gut. So. Meist ist ja noch so ein roter Altar, der so Stacheln um sich rum hat. Sind wir eingekreist? Was soll das denn? Was? Oh Gott, ich dachte, wir sind tot, ey. Relikt entriegelt. So. Gleich mal ein bisschen leveln wieder. Und wir wissen jetzt, dass diese komische Puppe überhaupt nichts bringt, die wir eben in dem Lauf eingesammelt haben. Das heißt, die können wir dann einfach ignorieren. Oh, da ist eine Münze drin gewesen. Eine. Oh Gott, aber das kostet uns ein ganzes Herz. Naja. Noch ein Projektil. Oh Gott, jetzt brauchen wir aber sowas von einem Trank. Oh, Schneeball. Gratis. Und auch cool, dass man nur gegen die Sachen gegenlaufen muss, so. Oh nein. Ach, jetzt bringen ja die... Oh, da ist ein Trank. In den Kisten ist ja jetzt kein Gold drin, ne? So. Wir würfeln einmal neu. Das ist besser. Ja. Gott, nehmen wir jetzt Schaden oder hoffen wir, dass wir noch Projektile bekommen? Oh Gott. Hit von 8 auf 32. Ja, mehr Projektile ist besser. Ah, 9. Angriffsgeschwindigkeit. Mal Angriffsgeschwindigkeit machen wir erstmal hier bei den Schneebällen. Abklingzeit. Abklingzeit. So, was ist das andere eigentlich? Also das ist ein Dolch. Okay. Der hat dann noch Reich-Upgrade. Abklingzeit. Statistik. Wirkwahrscheinlichkeit 15. Eure Pfeile und Dolche haben eine Chance von 15% Gift zu verwenden. Oh, dann sollten wir jetzt hier runter und dann da wohl hin. Was ist das? Wenn du dich nicht bewegst, gewinnen Bögen, Dolche und Bomben. Schaden plus 25, Abklingzeit plus 50. Oh, das ist ja super cool. Das ist ja für, wenn wir in so einem Bereich mit einer Kiste sind, super. Schaden, Bögen, Dolche und Bomben gewinnen. Projektile. Bögen, Dolche erhalten eine 50% Chance, einen normalen Pfeil zu werfen, der 50% Schaden in der Waffe verursacht. Okay. Power. Was ist das hier? Giftschaden. Ach, das ist eine Bombe, also okay. Gut, dann holen wir uns hier einmal. Dann holen wir uns hier Projektile. Ach Gott. Boah, wie krass schnell unsere... Was ist denn jetzt? Warum ist er nach vorne gesprungen? Jetzt will er mich aber verarschen, oder? Entsperrt, irgendein Helm. Passive Relikte. Ja, das müssen wir jetzt nochmal machen. Das war ja sonst im Läufer einfach ganz normal. Dann
springt er einmal nach vorne, läuft wieder normal und dann hebt er ab und kommt von oben auf einen herab. Jetzt ist er ja zweimal hintereinander nach vorne gesprungen. Wo sind die ganzen Gegner? Hatten wir gerade so viel Gold. Und den Ring für die Erfahrungspunkte. Und dann sowas. Finden wir hier natürlich wieder nichts, ne? Da sind Kisten. Wo sie irgendwann dieses Jahrhundert auch noch mal drauf schießen. Ist bei einem Baum hängen geblieben. Schau mal auf diese blöden Kisten, kann ja wohl nicht wahr sein. Will sie nicht, echt mal. Da ist der Helm, den wir gerade entsperrt haben. Cool, wer weiß, was der macht. Also können wir sogar noch neue Sachen entsperren und dann in den Leveln finden. Ist ja richtig cool. Also immer unterschiedlich, was man hier bekommt. Oh, wir haben diese Giftratte getötet. Schieß doch mal auf diese Kisten, kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, also Münzen drin, gut. Was ist da drin? Nichts. So, dann einmal bitte hier oben sterben gehen. Wir müssen auf Projektile gehen, aber die kriegen wir ja auch hier, aber wir kriegen ja bestimmt, das kann man doch bestimmt nur ein, ja, keine Zahl drüber, wir kriegen nur ein einziges mehr. Das hier Bereich, das ist alles für den Arsch. Immer Abklingzeit, Abklingzeit, Projektile. Abklingzeit brauchen wir nicht. Bereich. So, das nehmen wir als nächstes mit. Brauchen wir zwei Punkte für. So. So, 5 Punkte haben wir. So, jetzt müssten wir ein paar noch bekommen haben. So, Münzen, gib mir die Münzen. Hier waren noch irgendwo Kisten, oder? Und Trank, das ist sehr gut. Hier nicht noch irgendwo Kisten? Scheinbar nicht. Oh, noch ein Level. Sehr gut. Wir müssen hier in den Kreis rein. Das ist sehr wichtig. Wenn wir so außerhalb töten, ist nicht so gut. Dann zählt es nicht. Dass wir hier drin stehen, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist halt, dass die Gegner in dem Kreis sterben. Yeah.
So. Ich glaube, wir holen uns erst den Helm, oder? Ja. Erst den Helm und dann upgraden wir unsere Waffe. Ist soweit. Oh, jetzt kommen die roten Vögel schon wieder. Oh. Jedes Mal, wenn du getroffen wirst, erleidest du ein halbes Herz weniger Schaden. Ein halbes Herz ist der Mindestschaden, den du erhalten kannst. Was? Halbes Herz ist der Mindestschaden, den du erhalten kannst? Wir kriegen doch sowieso immer nur ein halbes Herz Schaden, wenn wir getroffen werden. Das war jetzt voll überflüssig. So, mehr Projektile. Gegenzeit Crit. Ja, einmal. Crit und Bereich. Ne, lieber mehr Schaden. Oh, das ist gut. Crit und mehr Schaden. Hört sich der Bogen an wie ein Maschinengewehr. Wir haben jetzt aber wieder keinen Ring. Wir sollten vielleicht mal noch ein bisschen Herzcontainer-Leere finden irgendwie. Hier, da ist schon wieder das Ding. Blöde Puppe. Brauchen wir jetzt ja nun gar nicht. Oh, wir haben oben irgendwo eine Münze nicht eingesammelt. Wird ja zum Glück jetzt auf unserem Radar angezeigt. Also, wir haben noch die Puppe, die wir... Oh, 15 Münzen. Wir brauchen jetzt 15 Münzen. Das macht uns wesentlich schneller, das Ding. Die Schuhe. Und zack. Käse für gratis. Ein Herz mehr. Da danke ich mich dadurch. Oh, der Ring. Das ist sehr gut. Da, da, da. Jetzt brauchen wir nicht mehr alles einsammeln. Jetzt können wir erstmal gemütlich hier uns noch ein bisschen um Kisten und Münzen kümmern. Bis dann gleich der Boss auftaucht. Erstmal alles töten. Da wir jetzt schnell genug sind, werden wir ein bisschen aufpassen. Ist das mit dem Boss ja kein Problem. Danach kommt nämlich der Shop, also müssen wir vor dem Boss noch ganz dringend Münzen einsammeln. Ist die Münze weiter oben? Okay, da, wo? Oh, da sind Münzen, da sind Münzen. Oh, nee. Da müssen wir hin. Diese Einblendung ist aber auch trickbetrügerisch gefährlich, du. So, da ist der Boss. Seht ihr? Oh Gott. Alter, jetzt springt er nämlich wieder. Und gleich läuft er nach vorne. Hm. Oh Gott, da ist eine Kiste. Er ist wieder ein zweites Mal gesprungen. Oh Gott, wir brauchen ein klein bisschen Heal, dann können wir uns die Kiste da holen. Lebt aber lange, du. Da ist Heal. Oh, also links oben Heal, rechts unten. Oh. Mitnehmen.
Kann Schaden machen. Cool. Ein blaues Herz. Ah, wir können... Das ist ein Item, das wir rechts unten haben. Sieht aus wie Rüstung oder so. Ja, aber den Trank brauchen wir nicht. Den können wir uns auch einfach so einsammeln. Und dadurch ist der Ring fallen gelassen worden und konnten wir aber zum Glück wieder einsammeln. So. Alter, das ist alles weg. Das ist ja mies. Auch die Erfahrungspunkte, alles weg. Das ist ja voll mies. Was ist dieses Attraktion? Ah. Nehmen's aber mal mit. Super. Alle Erfahrungspunkte, die wir uns extra haben, liegen lassen. Ja, das ist ja gemein. Gut, also wenn du den Ring hast, musst du den vor dem Tod des Bosses benutzen. Na, das ist ja... Richtig doof. Ganz ein schöner Erfahrungspunkt, alle weg. So. Erstmal nehmen wir das jetzt. Crit und Faden. So. Pfeile fallen 0,12 Sekunden vom Himmel und verursachen 32 bis 36 Schaden. Dafür braucht man diesen Kristall, den wir eben bei dem Händler bekommen haben. So. Ich und Schaden. Projektile und Schaden. Projektile. Oh Gott, wir brauchen noch zwei. 16 Projektile. Voll gut. Also zwei Level brauchen wir. Also zwei Punkte für Level 1 gerade bekommen. Da ist zum Beispiel erstmal ein Getränk. So. Dann töten wir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen alles. Haben den Ring ja noch. Und gucken in der Zwischenzeit, ob hier noch irgendwo was ist. Oh, 5 Münzen benötigen wir. Okay, ist hier irgendwo eine Münze. Wir müssen dann nach links laufen. Links oben. Da sind 2 Münzen. Links oben. Da war nämlich schon wieder der Schrein da. Oh. Der ist echt cool. Aber wir haben leider noch keinen Samen gefunden, ne? Zum Tauschen, um nachher Blätter zu bekommen. Da ist eine Münze und ein Trank. Wo ist unser blaues Herz hin? Wir haben noch eben gerade von dem Händler ein blaues Herz gekauft. Was ist das denn jetzt hin? Ach, das ist auch, also, wenn du hier nicht auf alles ein Auge hast, ne? Oh, da waren wir schon. So. Ja, wir müssen irgendwie, glaube ich, mal ein bisschen upgraden.
Frag mich, ob hier noch außer diese Puppe noch irgendwo ein Schrein steht oder. Oh, da ist noch. Da waren jetzt eben Samen für die Blätter. Oh Gott, da ist ein Münzhaufen. Wir haben einen Münzhaufen übersehen. Sollte ab und zu mal oben auf die Karte gucken. So. Da möchten wir mal lang. Ah, nein, da wollen wir. Da sind sie. Zack, eingesammelt. Da kommt schon wieder eine Giftratte. Oh. Der Bereich von dem Elektro-Ding, was um uns rumfliegt, ist ja sehr klein. Gehen wir mal lang. Naja, machen wir mal. Aber wir können jetzt aber auch nur. Wir müssen dann den Bereich ja übelst weit erhöhen jetzt irgendwie im letzten. Weil das war ja sehr nah um uns herum. Aber warte mal, das macht doch auch Bereich. Also, das einmal. Den komischen Vogel einmal. Mehr Schaden. Ah, man kann scheinbar nur eins von beiden nehmen. Gift. Oder wenn wir stehen bleiben, mehr Schaden. Machen wir das. So. Was ist denn das? 5. Bereich. Der müsste doch jetzt dann auch. Bereich 8,4. Ja, also. Dann können wir ja mehr Projektile und mehr Schaden nehmen. So. Brauchen wir 2 für mehr Bereich. ...192 Pfeile werden vom Himmel fallen und deine Feinde mit einem Zorn vernichten. Cool. So. So, jetzt machen wir ja mehr Schaden, wenn wir stehen bleiben. Wir müssen nur gucken, dass wir mal einen Ausweg haben. Trotzdem wäre noch so ein Ring nice, ne? Der Bereich ist ja super klein von diesem Elektro-Ding. Also macht gut Schaden, aber nur wenn sie uns fast berühren. Oh, oh, da ist wieder ein Potsdam. So. Gehen wir mal hier lang. Hier liegen noch ein paar Erfahrungspunkte rum. So. Oh, Halvard wäre irgendwas. Da ist er. Oh, bin irgendwo reingelaufen. Jetzt die Frage, treffen wir ihn auch überhaupt? Oh, da liegt ein Blattsamen. Wo ist er denn? Okay, er ist tot. Hm. Ein Schnee, weil oh, Level 6 ist der schon. Gut. Das füllt doch nur unsere Herzen wieder auf, ne? Das in der Mitte. Den sollen wir mal mitnehmen. Chronischer Freischalt. Gnocchi Happiness 1.
Boah, das hat ein halbes Herz gebracht. Und das andere füllt, glaube ich, ein oder anderthalb Herzen wieder auf. Das haben wir jetzt dann wieder alle Erfahrungspunkte weg. Das ist richtig mies. Aber wir hatten eh keinen Ring, also von daher. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem komischen Kuschel hier gelandet. Klingzeit. Oder Geschossgeschwindigkeit. Klingzeit. Wir machen mal Abklingzeit. Schießen wir öfter. Und geht gar nicht so schnell runter, weil die alle schon vorher sterben. Gott, der hat uns getroffen. Mit ihm nicht. Hier liegen wieder so viele Blättersamen rum. Also jetzt wäre... Ah, jetzt sehen auch die Tränke verschwinden. Das ist ja mies. Alles verschwindet. Alle Münzen, alle Tränke und alle Erfahrungspunkte, wenn du den Boss besiegst. Also da müssen sie irgendwie überarbeiten. Das ist ja richtig mies. Das Spiel ist übrigens im Early Access, deshalb gibt es scheinbar auch noch nicht alle Karten. Aber es ist super schön gemacht. Macht auch sehr viel Spaß. Oh, da sind Münzen. Also Münzen brauchen wir jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr sammeln. Da ist ein leerer Altar. Wir müssen mal irgendwie hier... Angriffsgeschwindigkeit. Was macht das denn? Ein Projektil mehr. Brauche ich mal machen, wa? So, Angriffsgeschwindigkeit. Dauer. Nee, besser ist die Abklingzeit, ne? Oder mehr Schaden. Projektile und Bereich. Lassen wir mal so. Angriffsgeschwindigkeit. Ah, hier, wir können auch diesen komischen Vogel upgraden. Boah, der ist aber schon wieder ein ganz schneller dabei. Oh nee, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Vielleicht müssen wir gleich mal die Spezialfähigkeit aktivieren. Oh, also irgendwie... Eiltrank mal in der Nähe haben, wäre schon mal gut, wa? Boah, ist hier wieder so voll. Was geht denn jetzt ab? Also scheinbar kommt man unten wieder raus, wenn man... Also die Karte scheint so endlos zu sein. Weil hier ist immer der Altar, an dem wir schon waren. Boah, was denn jetzt? Alter, wir brauchen einen Trank. Boah, was ist denn hier los? Alter, Alter. Was kostet das? 10. Okay.
Springzeit, Schaden, Rohr. Könnten ja das noch mitnehmen, ne? So. Cool, ich sehe das Ding nicht mal. Wir haben doch jetzt einen Dolch oder sowas, ne? Unsere Spezialfähigkeit ist diesmal sogar ready. Geil, trifft ihn ja nicht mal. Überhaupt nicht aufgepasst. Oh, super. Schön um ihn rumlaufen. Oh, scheiße. Das ist ein Heiltrank. Oh, nee. Besiege einen Boss, der noch ein roten Herz oder weniger hat. Ach, während wir nur noch ein rotes Herz oder weniger haben. Cool. Sind wieder so ein Ding, was man finden kann. Errungenschaft freigeschaltet, Meet Hafgrim. Ah, wir haben den anderen Charakter jetzt freigeschaltet. Den hier. Letzter Schuss, verwende sie, Himmelspfeil, Ascension. Ah, wenn wir jetzt den Bogen auf Stufe 10 haben und so diesen bunten Kristall haben, können wir uns eine von zwei Fähigkeiten aussuchen. Eben konnten wir ja nur eine nehmen. Das ist aber auch super schön aufgelistet alles. Was du wovon wie viel hast. Wie lange es gedauert hat. Ist aber auch klasse gemacht, muss ich sagen. Drücken Sie Tab für einen Screenshot. Cool. Das ist ja geil. Oh, witzig. Gut, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß mit dem Charakter. Und schauen wir uns nächstes Mal den nächsten Charakter an. Danke ich mich fürs Zusehen. Und sag dann bis zum nächsten Mal.